Und ich weiß spontan auch nicht, was ich... Wow, ich dachte gerade, ich würde tiefer fallen. Was ich sonst hier spontan auf die Schnelle mal neu anfange. Da ist ein Huhn. Hallo, Huhn. Hallo. Hi. Komm ran. So, das wird jetzt meine Lebensaufgabe hier. Hühnchen züchten. Komm her. Du Federvieh. Ich meine, die sind ja schon ganz putzig, ne? Die sind zwar von Grund auf böse, aber ganz putzig gerade mal. Falls sich noch jemand erinnert ans Evil Chicken. Huhn. Huhn. Hallo. Hier bin ich, genau. Huhn, du. Hier, ich hab Happa Happa, ich hab Essen. Hühner wollen immer was zu essen haben. Ich glaube, das lässt sich gerade von dem Schaf ablenken, was so blau ist. Es sieht auch so abgelenkt aus. Pst, pst. Huhn! Ich hätte gerne Leine. Vielleicht falle ich ins Wasser rein. So, Huhn. Bitte nicht getrennt werden von mir. Behalte deine Augen auf den Körnern. Du willst es doch auch. Genau. Huhn, nein. Planschen kannst du später. Jetzt darfst du erstmal nicht vermehren. Da hast du auch deinen Spaß dran, glaube ich. Huhn. Huhn. Hühnchen. Gleich gibt's Küken. Hoffentlich. Huhn? Huhn! Du! Komm! Hopp! Also in dem Dressieren ist gar nicht so einfach. Hochschieben kann man das auch nicht. Ja, da kommst du hinterher. Wunderbar. Ah, machst du fein. Also fast theoretisch. So, hier. Habt ein Zimmer. Dürft ihr jetzt mal ordentlich schnackseln. Hier, bitteschön. Und wehe, da kommen keine Küken mehr raus. Oh, es ist winzig. Es ist echt winzig und ist in einem Kreis. So, ihr bleibt hier. Tschüss. Ist doch schön, haben wir neue Mitbewohner hier. Ist doch nett. So muss das doch sein, ne? Dass wir hier ein bisschen Population noch anbauen. Was fehlt uns denn noch? Was haben wir denn noch überhaupt nicht selber hier in Reichweite? Ich meine, Schafe haben wir, Schweine haben wir, Kühe haben wir. Wir haben jetzt auch Hühnchen in unfassbar riesigen Mengen. Pferde haben wir da. Esel haben wir noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich die finden soll. Wahrscheinlich irgendwo, wenn ich mal unterwegs sein sollte. Naja, schauen wir mal. Vielleicht wird das nochmal passieren. Aktuell eher weniger. Oder ich weiß halt noch nicht, was ich dann genau als nächstes noch machen werde hier. Ich werde mir mal ein paar Sachen überlegen, was man hier anfertigen könnte, was man vielleicht sich ausdenken könnte, was man dann zu machen hat. Also dann noch mal so, dass man hier und da noch so ein paar Sachen zu machen hat. Hier sieht auch noch komisch aus. Warum sieht das eigentlich so aus, wie es aussieht? Das ist doch komisch. So, ist besser. Fupp. Fupp. Die Pferde, komm, die kann ich auch nochmal eben vermehren. Wobei, wir haben zwei Erwachsene, wobei mittlerweile drei Erwachsene. Das geht eigentlich schon. Ich hau nochmal die Kühe auseinander, damit wir nochmal ein bisschen Leder kriegen, falls wir dann nochmal Bedarf haben. Wobei wir 55 Leder haben wir, aber es ist, man weiß ja nie. Falls man mal so richtig viele Bücher bräuchte. Wobei man da gar nicht richtig viele, also es ist gar nicht so viel. Ich brauche Weizen. Nein, ihr bleibt draußen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, das reicht noch lange nicht. Wahrscheinlich, ich habe gerade mal das Feld kaputt gemacht. Ist ja herrlich. Wobei, na, vielleicht könnte es auch doch tatsächlich reichen, nicht reizen. Reizen tue ich jetzt die Leute hier, also die Kühe.
Hoffentlich. Ich hoffe, dass die sich auch gegenseitig reizend finden. Da, bitteschön. Hier dürft auch. Die sehen jetzt gar nicht mal so fröhlich aus, ne? So, ich habe noch was. Hallo. Hi. So, eines muss überbleiben. Ich hatte eine ungerade Zahl. Sonst ist gleich eine Kuh traurig. Dann ist sie gerade willig und dann darf die nicht. Ist auch blöd. So, 6 Level haben wir jetzt schon wieder. Wunderbar. Und wir hier sind gleich irgendwelche Creeper, irgendwelche... What? Warum ist das Tor offen? Schwein! Ich muss die Schweine vermehren hier drinne. Warum will das zu mir? Mit Hochspringen ist, glaube ich, sinnvoller, dass man die direkt kaputt haut. 5 Leder erst. Das muss für die Kühe auch toll sein. Da steht jemand vor denen, springt einmal so einen kleinen Satz hoch. Hüpf, und dann haut er die einfach mal kaputt. Warum bringt das kein Leder? Da. Da ist ein Zombie-Mann. Bringt das weniger Leder, wenn man hochspringt? Das wäre ziemlich sinnlos. 10 Stück haben wir da jetzt. Und 18, hier, Koteletts. Weil Koteletts, glaube ich, vom Schwein sind. Lass mich da durch, hallo. So. Ich hoffe mal, der Zombie-Mann bleibt draußen, dass er nicht hier uns auf die Füße fällt. Wobei, den kann ich eigentlich auch mal hier suchen eben. Wo ist er denn, hä? Die Nacht kommt mir gerade ziemlich dunkel vor. Da ist er weg. Ein Creeper. Fupp. Ich wurde aufgehalten. Ich konnte nicht weg. Ich konnte nicht nochmal draufhauen. Jetzt hat sich hier eine Delle reingehauen in den Berg. Alles nicht gut. Ha. Ich würde sagen, für die Zombie-Kämpfe mache ich nochmal hier die Geräusche vom Spiel an. Und mache die Musik aus. Damit man nochmal alles schön hört hier. Weil es ist immer noch 1. April hier in der Aufnahme. Das heißt, mit 1. April-Geräuschen von Minecraft. Man hört es ein wenig. Dass es ziemlich sinnlos ist. So, ein bisschen leveln hier. Wäre mit Musik natürlich noch spannender, aber ich kann im Moment nicht, das von den Lautstärken her passt da gerade aktuell nicht, deswegen kann ich es nicht so spontan umstellen. Ist echt dunkel hier. Wo sind denn Zombies? Hallo? Da ist ein Enderman. Das ist cool. Enderman hat nichts für uns liegen lassen, glaube ich. Ne. Ich möchte gerne noch ein paar Enderperlen haben. Weil ich habe letztens kurz mal das Bedürfnis gehabt, ins End reinzukommen. Warum auch immer. Aber es wäre eine Möglichkeit vielleicht, dass man mal ein bisschen was anderes macht. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es in nächster Zeit passieren wird. Von daher mal gucken. Wahrscheinlich wird es eher nicht der Fall sein. So, genug genommen, Tier. So spannend ist es mit den Sounds jetzt auch nicht, muss ich sagen. So, Sounds nochmal hier aus. Und nochmal Music. Nochmal was Schönes hier. So, was total Passendes. Na, Aua. Was ist hier denn jetzt los? Hier sind ja tierisch viele Kühe und auch tierisch viele Skelettors. Weil hier sind mehrere Skelette, die sich gegenseitig hoffentlich behauen. Gerade mal nicht. Ich brauche mal gerade ein paar Levelchen hier. Hier sind mal echt viele Skelette. Hallo, was ist hier denn los? Nein. Ich nehme aber echt kaum Schaden gerade mal. Woran liegt denn das? Kleiner Kerl. So, ich muss mal ein paar Level hier farmen. Eine richtige Level-Farm, XP-Farm habe ich hier leider nicht. Wäre auch nochmal eine Sache, die man bauen könnte. Wäre vielleicht auch ganz lustig. Dann könnte man sogar hier ein ganzes Stück Erde aus... Also, ne, dann könnte man sich darüber auch ganz viele Cobblestones holen, dass man einfach hier die ganze... dass man einfach mal stückweise irgendwelche Erdschichten hier, irgendwelche Felsschichten ausgräbt.
Ich brauche unbedingt was zu essen. In meinen Venen. Na, da gehören die hin. Nein, liebe Karottis, liebe Schweinchen, ihr, die sind nicht für euch. Wobei, eigentlich schon. Aber nicht jetzt. Ist da noch ein Zombie? Ne, hier sind ganz viele Pfeile am Boden. Kaum hat man mit denen abgerechnet, sind hier keine Viecher mehr da. Ich dachte, da kommen noch ein paar mehr. So. Was gibt es da? Nix, Vergiftung. Das wäre höchst uncool, wenn ich jetzt anhand von Vergiftung... Aua! Also Pfeile kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Muss ich ja zugeben. Ich habe auch leider keinen Eimer Milch dabei. Da oben ist ein Skelett. Verdammt! Hahaha. Ich bin fast tot. Jetzt darf halt nur kein Zombie auf mich zukommen. Ich bin entgiftet, aber ich brauche Leben. Boah, das war ein bisschen knapp gerade. Weil da war ein Skelett oben. Ich gehe mal lieber runter hier. Also noch Zombies. Ich meine, 16 Level sind schon okay. Wie gesagt, eine XP-Farm könnte man echt nochmal bauen. Das wäre nochmal eine Sache, die auch ein bisschen technischer wäre. Aua. Was? Okay. Ich war doch immer noch... Achso, okay, wir sind jetzt hier. Oh, wie schön das aussieht. Ich war doch in der Luft gerade. Ich meine, also bin ich durch den Aufprall jetzt gestorben? Die Sache muss ich noch eben wiederholen. Sieht auch geil aus, wenn das Licht da unten, also wenn hier da durchsichtig ist. Es sollte einen Modus geben, wo man sich das anschauen kann. Es wäre zwar übelste Cheaterei, wenn man alle Höhlen plötzlich finden könnte. Aber dass man quasi die Transparenz der Oberfläche hier ein bisschen einstellen könnte. So, wo war ich denn? Irgendwo da hinten, immerhin weiß ich das. Und ich war nicht so weit weg hier. Weil ich sollte erstmal hier den Tag anmachen. Hier ist auch noch eine Kiste, da haben wir auch gar nichts drin. Ich lege mich erstmal pennen, dem Spiel sollte das ja ziemlich egal sein. Das ist ja nur, dass es eine gewisse Zeit, die ganzen Items eine gewisse Zeit, also eine RL-Zeit da liegen bleiben. Es kann ja ruhig erstmal Tag werden. Und das ja auch nur, wenn der Chunk noch aktiv ist. Also würden wir jetzt überhaupt weg vom Berg gehen und würden dann wiederkommen, irgendwann in 3 Jahren, dann würden die Sachen trotzdem noch da sein. Eigentlich ganz cool. Das ist ein schönes Bild, aber da habe ich jetzt keine Zeit für. Und hier drinnen war lange kein Mob mehr, das ist cool. Dass das vielleicht endlich mal funktioniert hat hier. Was hier alles rumliegt, meine Phrasen, ey. Ah, das ist eine Menge hier. Ich hoffe, ich kann alles mitnehmen. Sollte aber eigentlich. Da ist noch mehr Erfahrung, da oben war noch ein Werkzeug. Genau. Und noch ein bisschen Erde oben drauf. Ja, schön, feine Sache. Habe ich genügend Platz gehabt, jupp. Jetzt hängen die hier hinter mir, jetzt brennen die da vor sich hin, ganz freudig. Das ist ja auch blöd. Machen wir so, dann sterben die gleich von alleine. Rüstung. Die Schuhe sind echt bald broken hier, das ist ja ganz schlimm. Immerhin habe ich ja schon mal welche nachgemacht, das geht ja schon. Bogen, wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Hallo, das fehlt noch. Hat mir das der Zombie weggenommen gehabt? Das wäre jetzt eine Sauerei, weil der Zombie ist gerade weg. Ne, da liegt noch was. Zäune, Zeugs. Hier das Leder liegt da noch, aber wo ist das Schwert hin? Das sehe ich gerade, da unten ist noch was. Wo ist das blöde Schwert hin? Nicht, dass der Zombie das jetzt ernsthaft weggenommen hat. Tja, ich würde sagen, ich finde es nicht.
Das ist ja jetzt dämlich. Das schöne Diamantschwert. Und dann, wenn der Zombie gestorben ist hier von alleine. Und ich weiß nicht, ob wahrscheinlich wäre es mit Hilfe von außen auch nicht anders gewesen. Aber dann ist das Schwert komplett weg. Dann lässt sich das noch nicht mal mehr fallen. Das ist ja blöd. Da muss ich mir ein neues Schwert basteln. Ich meine, gut, nehme diese Gliederfüßer 4, war jetzt nicht unbedingt so der Knaller. Wir haben ja auch keine Level mehr, die ich gerade so schön gefarmt hatte in der Nacht. Naja, wir haben ein wenig Pech gehabt gerade mal. Also ich habe Pech gehabt, ihr habt wahrscheinlich Spaß gehabt dabei. Oder Schmerzen, ich weiß es nicht genau. Man sollte auch nicht mit vollem Inventar hier durch die Nacht rennen. Und Monster kloppen. Sollte man sich vorher was anderes überlegen. Tja, ist blöd gelaufen. Ich würde sagen, das sieht von hier aus auch ganz interessant aus. Wir schauen uns einfach das nächste Mal hier weiter um in der Welt. Machen ein bisschen mehr beim nächsten Mal hier bei Minecraft. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und tschüss.